Die russische Brücke zur Halbinsel Krim ist wieder voll befahrbar. Zumindest auf dem Straßenabschnitt. Die Eisenbahnbrücke wird noch repariert und kann wohl nicht vor dem Sommer wieder in Betrieb genommen werden. Im Oktober war die Krimbrücke bei einer Explosion in Teilen beschädigt worden. Sie verbindet die annektierte ukrainische Halbinsel Krim mit dem russischen Festland und wurde von Kreml-Chef Wladimir Putin persönlich eingeweiht. Moskau hatte Kiew für den Anschlag mit einem LKW verantwortlich gemacht. Die Brücke über die Meerenge von Kertsch ist für Russland ein wichtiger Versorgungsweg, um die in der Ukraine kämpfenden Soldaten mit militärischer Ausrüstung zu versorgen. Sie hat zudem einen hohen symbolischen Wert für Moskau.